Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen verlängerten Lockdown und einer neuen Ausgabe der Bildschirmkontrolle. Puh, heute wird's hart. Ach, denn es war wirklich wieder einiges los, muss ich euch sagen. Und wie sagte mich schon ein berühmter Philosoph auf Telegram, Attila Hildmann, aka AH18, das echte Problem in der Welt, ja, ist nicht das Virus, sondern das Dummheit. Und es ist sehr viel Dummes wieder mal passiert. Und ich glaube auch wegen der Dummheit, der Ignoranz und der Selbstverliebtheit vieler Menschen mit Instagram haben wir die Probleme, die wir momentan haben. Denn die Leute kriegen es einfach nicht hin, sich an 2, 3 Regeln in einer Pandemie zu halten. Aber fangen wir doch mal an. Denn der nächste Volltrottel aus seiner Telegram-Gruppe und Chat-Buddy, Michael Wendler, wollte uns ja bis vor kurzem immer glauben machen, dass er, als er vom KZ sprach und dass Deutschland jetzt ein großes Corona-KZ ist, dass es sich um ein Krisenzentrum handelt und nicht um ein Konzentrationslager. Dann frage ich mich allerdings, warum er in seiner Abonnenten Michael Wendler Telegram-Gruppe hier von Oliver Janich, genau so ein Vollhorst der Verschwörungstheoretiker-Szene, etwas weiterleitet, wo er sagt, Konzentrationslager in Deutschland errichtet, 30 politische Gefangene. Ja, das wird der Nawalny sicherlich gerne in Moskau hören, dass es das auch direkt in Deutschland gibt. Denn für Quarantänebrecher gibt es den ersten Corona-Knast. Da hat man sich selber wieder in Rage geredet für seinen unsäglichen Schrott und Dünnsinn, den man erwähnt. Und falls es jetzt richtig schlimm wird, und für Michael Wendler wird es erstmal morgen richtig schlimm, wenn Joe Biden eingeführt wird und sein geliebter Donald Trump nicht mehr Präsident ist, dann haben wir ja diese Survival Packages, die er uns für 180 bis 220 Euro an den Mann bringen wollte. Und auch heute, nachdem sich schon das Brot von ihm getrennt hat und die Entsaftermaschine von Laura Müller, haben auch die Survival-Kollegen auf ihrer Seite gesagt, dass wir uns davon distanzieren. Sie haben gesagt, an dieser Stelle möchten wir unmissverständlich zu verstehen geben, dass wir uns von jeglichen Verschwörungstheorien und der dazugehörigen Querdenker-Community distanzieren. Herr Michael Wendler hat einen Beitrag veröffentlicht, in diesem er dazu aufgerufen hat, als Notfallversorgung für den totalen Lockdown bei uns Ware zu stellen. Wir möchten klar und deutlich sagen, dass wir niemals zu keiner Zeit eine Kooperation mit Michael Wendler hatten und haben werden. Wir haben Herrn Wendler niemals mehr Werbung beauftragt. Das wird auch in Zukunft niemals geschehen. Wir verzichten grundsätzlich auf derlei Werbung, auf Lobby in Kreisen, von denen wir uns grundsätzlich distanzieren. Jeder Bürger ist herzlich eingeladen, bei uns zu bestellen. Unser einziges Ziel ist es, die Bevölkerung zu versorgen. Das Einzige, was man sich dann fragt, warum sind diese ganzen Firmen dann vom Kopfverlag verlinkt und wie kommt die Zusammenarbeit mit dem Kopfverlag zustande? Das muss man sich vielleicht nochmal überlegen, ob man dann wirklich auf so einer Seite zugange sein musste. Aber Laura Müller, a.k.a. Wendler, a.k.a. Norberg, wäre nicht Laura Fatale, wenn sie nicht ein neues Produkt zu bewerben hätte. Und ihr dürft mal raten, was es ist. Als erstes zieht sie sich Gummihandschuhe an. Das heißt, sie macht keine Krebsvorsorgeuntersuchung bei Michael. Nein, sie hat Blumenerde und Samen gekauft. Okay, aufpassen. Nicht, dass die Rolex oder so da verschwindet. Okay. Rein die Samen. Okay. Ja, verstanden. Jetzt sind ja die Plastikhandschuhe ganz dreckig. Was macht man jetzt am besten? Richtig! Ausziehen und dann die Hände waschen. Mit diesem neuen Produkt. Dieses Kernseife aus dem Kopfverlag, selbstverständlich. Und diese Kernseife kann man doch direkt mal bewerben, oder nicht? Ja, da ist sie. Wieder aus dem Kopfverlag, Koppenrad und Wiese, könnte man fast sagen. Und da gibt es Kernseife, 200 Gramm, vegan, für 8,99. Ja, die ist vegan. Die kann man sogar fressen, in Notzeiten. Einfach mal ein Stück Seife. Ja, die Laura hat Seife für sich entdeckt. Das ist ja wirklich fantastisch. Also nicht nur eigentlich indirekt Corona-Regeln, ne? Abstand halten, aber auch regelmäßig die Hände waschen. Aber warum man sich die Hände wascht, wenn man vorher Gummihandschuhe anhat, das bleibt immer ihr Geheimnis. Aber sie ist ja auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, das haben wir schon mehrfach gesehen. Aber hier nochmal wirklich Kernseife zu bewerben. Vegan. Früher war es Banana Beauty und coole Produkte und du hast uns gesagt, hallo Lieben, ich hab so ganz coole Produkte, ich liebe ich immer und so. Und jetzt wischst du dir noch die Hände zu Musik. Das ist das, was du drauf hast. Woo! Nicht schlecht, nicht schlecht. Mal wetten, wie lange ihr noch zusammen bleibt.
Ich gehe davon aus, ich wette jetzt mal demnächst bei Tipico in einem Wettbüro, denn die sind ja komischerweise noch offen, wie uns gestern in einem herrlichen Gefühlsausbruch Detlef Stevens erzählt hat. Also ohne Scheiße, Leute, ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich bin hier gerade auf dem Weg zum Arzt, okay, weil ich mir so Vitamine abhole und dann auf zum Tipico hier bei uns in Mörs, so ein cool Spielding, das hat offen. Natürlich. Das hat offen. Ja, klar. Restaurants und Co. und alles muss zu haben. Und eine Spielhalle, ein Tipico hat offen. Haben diese eigentlich noch alle offen? Ist das dir ernst? Ein Tipico hat offen. Ich glaube das nicht. Ich glaube es einfach nicht. Und hat er nochmal alle Tipico-Läden verlinkt, die auch fast alle offen haben. Heute war es ihm, glaube ich, ein bisschen unangenehm. Deswegen hat er auch zu Recht den Wendler-Filter, Wendlerize 2.0, benutzt, den ihr heute auch wieder exklusiv bei RTL, bei DSDS sehen könnt, bei Michael Wendler. Und ich muss jetzt langsam mal runterkommen. Ich überlege ganz kurz, mache ich noch schnell ein Schneebild oder... Ich habe übrigens meiner Alexa noch was beigebracht. Alexa, soll ich heute ein Schneebild posten? Nein, sollst du nicht, du hohlbirnige Bratpfanne. Tu uns einfach den Gefallen und bleib zu Hause. Okay. Ja, okay. Diesen Gefallen können aber nicht alle ihr leider erfüllen, denn wir hatten ja schon letzte Woche unsere Sarah in Dubai. Deutschland-Schild hier, ohne Scheiß. Das ist zu krass. Wir haben jetzt schon 2 Blogger getroffen aus Deutschland. Okay. Und konnten und durften keine Stories mit ihr machen. Natürlich oder es posten, weil die Person gesagt hat, wissen, dass sie hier ist, weil sie Angst vor Shitstorm hat. Also Leute verheimlichen es, dass sie hier sind, ne? Weil sie nach außen hin dieses Stay at Home machen. Ich weiß. Dann ist mir erst bewusst geworden, wie sehr ich drauf scheiße. Ich habe nicht eine Sekunde daran nachgedacht. Natürlich scheiße drauf. Hat das so, weil ich Angst habe, dass die Leute über mich falsch denken können. Nein. Wir sind das einfach so Menschen, so die. Es hat mich noch nicht eine Sekunde gejuckt, bis ich hier bin und verstanden habe, dass es Leute heimlich sogar tun, weil sie Angst haben vor Kritik. Vor welcher? Was bockt mich auf? Ihr ist das einfach alles scheißegal, weil das ist das Problem bei euch Influencern. Euch ist sehr vieles einfach nur scheißegal. Deswegen hast du ja auch nochmal deine Brüste eingeschmiert für Juno and Me. Das war ja ganz wichtig, dass du das gelernt hast. Dann bist du zurückgefahren, hast die Maske getragen, wie eine 1. Ja, denn dafür gibt es ja die Maskenpflicht an Bord der Flugzeuge. Und jetzt warst du 3 Tage zu Hause. 3 Tage! Und eigentlich ist Quarantäne, glaube ich, deutlich länger, wenn ich mich richtig entsinne. Und du möchtest ja auch, hast es ja auch, wenn man dich so behandelt, wie eine kleine dumme Blogger-Tussi. Aber eigentlich, finde ich, hast du dich da ganz gut mit beschrieben. Denn nach diesen 3 Tagen hast du gedacht, oh nee, das ist mir zu lange an Quarantäne und allem drumherum. Ich mache schnell einen Test, hau nochmal schnell alle meine Werbepartner durch und dann setze ich mich in den Flieger und fliege schon wieder nach Dubai. Natürlich! Einfach am Flughafen hier treffe, fliegen auch mit nach Dubai. So cool! Ja, super cool! Und immer die Maske für die Story absetzen, sonst kann dich ja keiner erkennen und richtig hören. Und du hast dich dann auch aufgeregt, du hast über ganz viele Sachen aufgeregt. Diese Neidgesellschaft in Deutschland, obwohl du deine Pakete immer zum Werkstoffhof bringst und dann zerkratzen die Leute teilweise ein Auto und es ist alles so ungerechtfertigt. Nur in Deutschland ist man so neidisch. Aber dein Auto, und ich bin ein alter Versicherungskaufmann, die hat nicht irgendeine Versicherung, die hat eine super Versicherung. Wenn das Auto zerkratzt wird, ist es dir scheißegal, weil du scheißt ja eh auf alles. Digga, ich bin nicht nur Vollkasko versichert, ich habe eine Deluxe-Versicherung. Es kostet mich ja eh nichts, aber es ist einfach nur nervig, weil ich stehe jedes Mal da und denke so, unnötig, dass ich das jetzt lackieren gehen muss. Unnötig. Unnötig. Ich habe mir jetzt sogar Kappen eingebaut, weil ich mir gedacht habe, welche Menschen sind da, sehen diesen Wagen, gehen da mit dem Schlüssel und denken so, das nervt, ich hoffe, ihr geht's jetzt schlecht, ich hoffe, sie wird jetzt weinen. So, also, es ist einfach so dumm. Das ist richtig. Denn Vandalismus grundsätzlich ist totaler Schwachsinn. Ich finde auch, das sind richtige Arschlöcher, die Autos von anderen Leuten zerkratzen. Aber sich so arschlöchig zu verhalten und dann auch schon wieder in den nächsten Dubai zu fliegen und die Leute mitzunehmen, weil sie ein Recht auf Information haben, das ist wirklich das Hammerharteste. Aber jetzt kommt meine Story. Wow, Leute. Oh, ich krieg richtig Kopfschmerzen jetzt mittlerweile. Du. Ey, denn jetzt kommen wir zur Oberbrathohlbirnen. Also ich habe selten sowas erlebt, denn diese junge Dame
hatte Geburtstag, hat sich die Brüste nach oben geschnallt, sich richtig nochmal schick gemacht, den Filter draufgeknallt und hat ihren Geburtstag veranstaltet. Und da kommt ja richtig aber was, du, hier ein paar Weinchen und so. Das ist ja, da wird aber, glaube ich, für mehr als für einen Hausstand aufgetischt, oder? Da sind doch bestimmt ein paar mehr Leute gekommen zu deinem geilen Bratpfannen-Geburtstag. Und ich guck mal ganz kurz. Oh, guess what? A princess turns 25! Das sind aber ganz schön viele, mit dem Mäntlerfilter übrigens, ne? Wenn man das richtig sieht, die hier drauf sind. So, ja, haben alle den Mäntlerfilter, alle verwackelt. Und ein Pferd ist da und ganz toll eingedeckt. Und es gibt Champagner und es kommt sogar ein Catering-Service für... Warte mal, wie viele Hausstände? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12... Natürlich noch ein bisschen Öl drauf. Mann, super, super Maske übrigens vom Catering Service, muss man sagen. Und Hummer gab es auch, wie ich schon gesagt, hier ist der Wendlerfilter, für alle, die unentdeckt bleiben wollten. Und dann gab es das Essen, ihr habt natürlich euch an die Abstände super gehalten und alles gemacht und so. Und schön wie im Restaurant damals, vor der ganzen Geschichte. Tja, tja, und Hummer, Mann, das hast du dir aber auch fucking verdient zu deinem 25. Und es ging noch weiter ab, weil jeder muss ja sein Essen filmen. Da sehen wir auch schon, alle sitzen sie da am Handy, da hinten die ganzen Mädels am Kindertisch. Ja, und es ist ja nur ein richtiges Essen, wenn jeder es filmt. Denn ich weiß gar nicht, ob ihr so blöd seid. Nicht nur, dass ihr gegen sämtliche Regeln verstoßt. Ihr filmt euch auch noch dabei und denkt, ihr seid geil. Und nachdem ich das gepostet habe, macht ihr schnell euren Account dicht und denkt, oh, ich will schon irgendwie vorbeigehen und sowas halt. Nee, es ist peinlich. Es ist unangenehm. Und wegen solchen selbstsüchtigen, durchoperierten Hohlfritten wie euch haben wir die ganze Kacke und geht der Lockdown weiter und weiter und weiter. Weil ihr müsst jetzt ja eine Party feiern zu deinem 25. und sowas halt. Und es ging ja noch weiter. Ja, bei der Party war aber richtig was los. Und ihr habt euch ja alle gegenseitig gefilmt. Ihr seid ja auch so unfassbar hohl, dass ihr das auch noch alles online stellen. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Es machen oder dann noch online stellen. Es ist beides total dämlich. Aber DJ war ja auch da. Ne, richtig gute Laune. Und ihr habt euch alle dann auch nochmal fotografiert selber. Und der Hund hat so eine Kette bekommen. Und hier die außen links, die junge Dame, Moment, die habe ich, die kam mir so bekannt vor. Aber ist das, Teile davon sind Claudia Obert. Da ist sie. Claudia Obert, du war auch da. Nein, das ist nicht Claudia Obert. Doch, das ist Claudia Obert. Life is a party and no compari, no party. That's a pain. No doubt, no hope. Cheers. Cheers. Ja, es ist immer toll, wenn man so ein bisschen alkoholisiert auf so einer Party ohne Maske mit Freunden feiert. Und jetzt geht's richtig ab. Denn es muss natürlich erstmal gesungen werden für dich. Oh my God. Happy Birthday to you. Oh, so schön, dass ihr alle da seid. Oh, du bist die Beste. Und was steht denn da oben? Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Du verdienst das Beste. Die Party war mega. Natürlich war die Party mega. Und Party ist nur richtig gut, wenn Musik gespielt wird. Masken runter, Party, Champagner, jawoll. Ihr seid so dumm. Wahnsinn. Wahnsinn mit euren gemachten Haaren, euren beschissenen Fingernägeln und eurem ganzen, es ist alles so. Und habt euch gegenseitig noch hier bei den Paketen, guck mal da, Louis Vuitton und Chanel für die Liebe auf den Tisch alles drauf gemacht, ey. Ich hab wirklich so unfassbar viel Verachtung für euch. Zu Recht, weil wenn ich das sehe, es ist euer oberflächliches Leben und immer diese Leben und Leben lassen, das ist Mobbing. Na und? Es ist kein Mobbing, es ist einfach mal, dass man euch die Wahrheit ins Gesicht sagt. Ganz deutlich, ihr seid einfach hohlfrittige, frisierte, langfingernägelige, aber auch die Typen, diese durchtrainierten Affen da, die da, oh Gott, mit euren Schneefotos, eurem Dubai, wie schon gesagt, ich war auch in Dubai. Ich würde da auch gerne mal irgendwann wieder in die Sonne oder so. Aber wenn ihr so weitermacht, dann geht's auch nichts. Und dann bringt es auch nichts, wenn man danach einfach nochmal seinen Corona-Test postet. Ach, wie schön. Leute, ich brauche jetzt aber echt hier eine Ibuprofen. Ich raste aus langsam. Mir reicht's jetzt. Da scheiße ich auf den Gewinn. Ja. Ich brauche eure Kohle nicht. Ich gehe hier raus. Und zwar jetzt noch. Ich meine das ernst.
Mir ist das scheißegal. Bringt mir eine Ibuprofen hier rein. Und zwar schnell. Bis morgen.